gibt das Wort Winter ein Terminaya ab. Hört wer mich auch ohne Mikrofon? Ja. Lieber Herr Neuregierungsrat, geschätzter Adrian Hosli, mein lieber Studienkollege Hans Hess, verehrte Sponsoren, meine lieben getreuen Mittellandleute aus dem Land der Kunst, liebe Poeten, meine lieben Kofferbenutzer, die Ausstellung, die wir heute eröffnen, passt gut zur Turbine und die Turbine passt gut zur heutigen Ausstellung. Es ist etwas im Werden, es hat Kraft, es hat aber auch ein Ziel, der Koffer. Das bedeutet doch, und ja, es bedeutet doch, unterwegs sein. In der Welt sein, hinausgehen, den Künstlern nachziehen, die da hinter dem Ofen sitzen, essen Rebhühner, meint der Innerschweizer Landfahrer Paracelsus, der gewiss mehr als einmal über den Brünig gekommen ist. Die aber den Künstlern nachziehen, essen nur eine Milchsuppe. Sie ziehen hinaus in die Welt mit dem Koffer, für den gilt: Omnia mea mecum porto, alles, was ich habe, trage ich mit mir. Das gilt für zahlreiche heute ausgestellte Werkprojekte. Eine Reise hinaus in die Welt. Auf Schienen taucht der Zug aus der Ferne auf, manifestiert sich in Hier und Jetzt, wonach er sich in die Zukunft fortsetzt. Es symbolisiert den Lebenskreislauf mit Werden, Sein, Vergehen. So schreibt Hans Emmenegger zu seiner Zugkomposition mit bestehenden Koffern und einem Unterbau aus Holz. Eine von diesen drei Koffern ist mit uralten Reise- und Hotelplaketten versehen. Zum Beispiel Semiramis Hotel, Damaskus. Da habe ich aufgemerkt, denn in der Nacht vom 4. auf den 5. September und vom 5. auf den 6. September 1966 habe ich eben in diesem Semiramis Hotel übernachtet. Es war mein erstes Erlebnis der Stadt Damaskus. Notabene durfte ich diese Stadt besuchen, weil mein lieber Rektor vom Kollegium Sarnen, Pater Pirmin Blättler, mir drei zusätzliche Ferienwochen gewährte. Damaskus mit dem Semiramis Hotel. Ich stellte mir vor, als was Damaskus zum Beispiel auch in der muslimischen Welt gilt, nämlich der Ort des jüngsten Gerichtes. Von der Umayyaden-Moschee wird ein Prophet namens Jesus Christus verkünden, dass jetzt das Ende aller Zeit gekommen sei. Der letzte Koffer. Damaskus, das bedeutet, die Koffer packen, im Sinne des Apostel Paulus, ein anderer Mensch werden. Wirklich, allein schon die Wägeli-Performance von Hans Emmenegger erzählt für mich eine ganz unerhörte Geschichte. So wie eigentlich fast jede der 142 Darbietungen für mich narrative Kunst bedeutet. Die Geschichte, die dem Beschauer dabei einfällt, und dabei werden wir, meine lieben Damen und Herren, Besucherinnen und Besucher, zu Mitschöpfern. Der letzte Koffer, das bedeutet in dieser Ausstellung weder primär den Tod noch ein Mausoleum. Mit Recht hat sich eine Künstlerin dagegen verwahrt,
unser Projekt hauptsächlich als Mausoleum zu deuten. Der letzte Koffer ist ein Zeugnis für das Leben. Gedanken unzensiert, wie Edward Feubli bekennt. Gedanken komprimiert, translucid. Atome, sie kommen, gehen, zerfallen. Kennen keine Grenzen, machen uns bewusst, wir sind. Der letzte Koffer ist auch das, was Tom Kaufmann offenbar gerne auf eine einsame Insel mitnehmen würde. So den Parzival von Wolfram von Eschenbach, den cherubinischen Wandersmann von Angelus Silesius und die gesammelten Streichholzbriefe von Umberto Eco, ich zitiere, aus diesen Streichholzbriefen, die könnten ein Motto für unsere ganze Ausstellung sein. Gedanken über das letzte nicht gelesene Buch, über die Intuition, die einem durch den Kopf schießt, wenn man auf der Autobahn plötzlich bremsen muss, über das Sein und das Nichts, über die berühmten Steppschritte von Fred Astaire, Zitat Eco Ende. Der letzte Koffer, das kann, wie einige Künstler es angedeutet haben, eine Chiffre für den Tod sein, oder auch, wie in der Erzählung von Peter Stamm im Ausstellungsbuch, eine Geschichte vom Kofferpacken. Und zwar eine Arbeit, wie sie diese Geschichte bis jetzt immer nur die Frau der Hauptperson Hermann erledigt hat. Jetzt um den Koffer handelt es sich um den Koffer mit den Requisiten für eine todkranke Frau, die, wie Peter Stamm dreimal schreibt, im Krankenhaus aufgesucht wird. Ein Begriff, den man in der Innerschweiz nicht kennt, aber ich glaube, die Sprachgrenze zu Krankenhaus beginnt bereits in Winterthur. In Ehrenmünster sagt man noch Spittel, womit auch das Armenhaus sind, was etwas eher Abschätziges gemeint ist. Der letzte Koffer, das ist für viele unserer Kunstschaffenden das, was sie aus ihrem letzten Projekt oder von ihrem letzten Auslandaufenthalt nach Hause gebracht haben. Ein Beispiel für viele. Paul Lussis Berliner Bilderbogen ganz hinten mit einem Schweizer Kreuz in der Mitte. Man glaubt, jetzt hat er in Berlin ein Schweizer Kreuz fotografiert. Aber was ist es? Das Logo oder Wappen einer uralten Bäckerei und es hat mit einem Schweizer Kreuz gar nichts zu tun. Aber als Schweizer deutet man es so. Und es ist nun in der Tat denkbar, dass etwas, das aussieht wie ein Schweizer Kreuz, trotzdem keines ist. Semiotisch nennt man das, und jetzt möchte ich für meine Vernissage-Ansprache, die ein so hohes Niveau haben soll, auch noch ein Fremdwort loswerden. Semiotisch nennt man das eine Äquivokation, eine zufällige Mehrdeutigkeit, wie es schon erklärt wurde im Logikunterricht am Kollegium Sagen. Nicht alles, was schweizerisch ist, nicht alles, was schweizerisch aussieht, ist auch schweizerisch. Du sollst dir kein Bild machen. Das hat nicht nur Gott verboten, das hat für uns Schweizer und Schweizerinnen auch Max Frisch verboten. Auch dies eine Botschaft für den letzten Koffer. Wie auch immer, der letzte Koffer mag neben Material und Überlegungen vielfach eine Reise nach innen symbolisieren. Auf jeden Fall hat es mit dem räumlichen Denken zu tun. Gedanken, komprimiert, translucid. Um noch einmal Edward Feubli zu zitieren. In der Literatur ist nicht zuletzt das Herz so etwas wie der letzte Koffer. Du bist beschlossen in meinem Herzen. Verloren ist das Lüsseli, du sollst immer dahin sehen. So ein anonymer mittelhochdeutscher Dichter. Das berühmteste Beispiel in der Schweizer Literatur für unser Projekt ist indes die kuriose Schatulle einer alten Jungfer, beschrieben bei Gottfried Keller in der Meisternovelle von den drei gerechten Kammacher. Da ist die Rede von einer tugendhaften
Jungfrau namens Süß Bützlin, eine Tochter von 28 Jahren. Und die hatte die Eigenschaft, alles, was für sie wichtig war, in einer bestimmten Lade aufzubewahren. Sie hatte den Brief in einer kleinen lackierten Lade liegen, das war ein Guldbrief im Wert von 700 Gulden, wie auch die Zinsen davon, ihren Taufzettel, ihren Konfirmationsschein und ein bemaltes und vergoldetes Osterei. Ferner ein halbes Dutzend silberne Teelöffel, ein Vaterunser mit Gold, auf einen roten, durchsichtigen Glasstoff bedruckt, den sie Menschenhaut nannte, einen Kirschkern, in welchen das Leiden Christi geschnitten war, und eine Büchse aus durchbrochenem und mit rotem Taft unterlegten Elfenbein, in welcher ein Spiegelchen war und ein silberner Fingerhut. Ferner war darin ein anderer Kirschkern, in welchem ein winziges Kegelspiel klapperte, eine Nuss, worin eine kleine Mutter Gottes in der Glas lag, wenn man sie öffnete, ein silbernes Herz, worin ein Riechschwämmchen steckte, und eine Bonbonbüchse aus Zitronenschale, auf deren Deckel eine Erdbeere gemalt war und in welcher eine goldene Stecknadel auf Baumwolle lag, die ein Vergissmeinnicht vorstellte, und ein Medaillon mit einem Monument von Haaren. Ferner ein Bündel vergilbter Papiere mit Rezepten und Geheimnissen, ein Fläschchen mit Hoffmannstropfen, ein anderes mit kölnischem Wasser und eine Büchse mit Moschus, eine andere, worin ein Entchen Marderdreck lag und ein Köpfchen aus wohlriechenden Halmen geflochten, sowie eines aus Glasperlen und Gewürznägeln zusammengesetzt, endlich ein kleines Buch in himmelblaues, geripptes Papier gebunden mit silbernem Schnitt, betitelt Goldene Lebensregeln für die Jungfrau als Braut, Gattin und Mutter. Nicht zu vergessen, ein Traumbüchlein. Das ein Beispiel für den letzten Koffer in der Schweizer Literatur im Geiste des poetischen Realismus. Nun, es ist, wie gesagt, nicht einfach museal. Der letzte Koffer hat zu tun mit dem kleinsten Raum, mit der hintersten und der letzten Welt. Und was ist das für den eingangs schon genannten Theophrastus Paracelsus? Die Matrix, die Gebärmutter der Frau, der Mikrokosmos, ein Zeugnis für das ewig fortzeugende Leben. Also im innersten Koffer drin. Da geht das Leben weiter. In diesem Sinn gilt dann das paracelsische Motto, wie ich hoffe, für alle hier Anwesenden: Die Kunst geht uns nicht nach, es muss ja nachgegangen werden. Und so klein die Dinge sind, gerade auf diese kommt es an. Und in diesem Sinn möchte ich schließen mit einem Vers von Werner Berger, den mir mein geliebter, verstorbener Deutschlehrer, Pater Sigismund Frick, schon vor mehr als 40 Jahren vermittelt hat. Nämlich, das Große ist nicht groß, das Kleine ist nicht klein. Es kann kein Erdenmaß vor Gottes Antlitz sein. Ich bin indes sehr, sehr dankbar, dass dieser letzte Koffer mit diesen 142 Darbietung, dass dieser in einen noch letzteren Koffer eingeht, nämlich in das wunderbare Buch aus dem Verlag von Martin Wallimann mit dem Titel Der letzte Koffer. Möge dieses Buch ein Buch des Lebens werden. Ich erkläre diese Ausstellung, meine Damen und Herren, für eröffnet. Danke.